Herzlich willkommen zum Türchen Nummer 5. Schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Leute. Das fünfte Türchen hat sich geöffnet und es gibt wieder natürlich, was soll es sonst geben, einen Tee. Und zwar einen ganz unbekannten Tee, den ich euch heute vorstelle. Als erstes zünden wir mal wieder unsere Kerzen an. Habe ich noch gar nicht gemacht heute. Und dann geht es nämlich heute um das Thema Angst. Angst, auch Depression, auch ja, Unwohlsein. Ich habe da noch einen Tee, den kennt fast keiner. Und der hilft mir, wenn ich mich ein bisschen ängstlich fühle. Also wenn ich zum Beispiel denke, was mag morgen der Tag bringen oder was morgen wohl wieder sein wird. Oder wenn ich so im Grübelmodus bin, und das sind wir ja gerade in der dunklen Jahreszeit öfter, dann habe ich hier den Muscatella-Salbei in so einem kleinen Glas. Hier habe ich noch ein Glas, da ist auch Muscatella-Salbei drin. Ja, das ist eigentlich ein Salbei wie jeder andere. Und doch nicht. Er hat nochmal echt spezielle Eigenschaften. Schade, dass ich keine Videoaufnahmen vom Sommer habe. Der Muscatella-Salbei ist eine Bienenweide. Also wenn man ein Feld mit Muscatella-Salbei hat, dann bringen die Bienen Ertrag ohne Ende. Also wenn man da noch Bienenstöcke daneben stellt, dann gibt's Honig. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dieser Muscatella-Salbei, der hat so ganz klebrige Blüten. Also Salbei hat ja an sich schon schöne klebrige Blüten, aber hier ist es nochmal echt extrem. Muscatella Salbei, merkt euch das mal, das ist eine ganz, ganz tolle Pflanze und die soll angeblich angstlösend sein. Also bei mir ist es so, mich beruhigt Muscatella Salbei total und macht mich so echt ausgeglichen. Also wenn ich das rieche oder trinke, geht es mir gleich, ist entspannt, ja, ist echt entspannt. Nicht zu verfehlen, diese Wirkung. So, und das wollen wir heute aufbrühen als Tee. Ich nehme jetzt aber hier aus dem anderen Glas. Ich glaube, weil das ist ein bisschen älter. Ich nehme hier einfach zweimal so zwei Finger voll. Ja, oder auch nehmen wir dreimal. Ihr wisst ja, ich nehme immer ein bisschen mehr. So, und das brühen wir uns jetzt heute auf. Das wird der heutige Tee. Und gleichzeitig habe ich hier heute, hat mir mal mein Sohn geschenkt, mein kleines Duftstöfchen hier, meine Duftlampe. Denn ich werde auch ein bisschen Wasser hier oben reingeben und ich habe hier, siehe da, von Primavera, von der guten Biomarke, Muscatella Salbei Öl. Auch das werde ich heute anwenden, nämlich im Duftstöfchen. Das geht dann in die Raumluft, das heißt, ich atme den Muscatella Salbei und ich trinke den Muscatella Salbei. Doppelte Wirkung. Natürlich hat der Muscatella Salbei auch die sonstigen guten Eigenschaften, die Salbei hat. Man kennt Salbei ja in Hustenbonbons, ist entzündungshemmend, ist pilzhemmend, ist alles mögliche. Er hat super viele tolle Eigenschaften, die könnt ihr auch alle googeln, will ich gar nicht so viel erzählen. Aber dieses Video soll euch einfach mal mit der Nase auf den Muscatella Salbei stupsen, weil der wird in der Gesellschaft eigentlich nie erwähnt, den hört man nie irgendwo oder ganz selten, nur bei den total Fachkundigen so. Und den möchte ich jetzt einfach mal mit Hilfe dieses Adventskalenders unter das Volk bringen. Also wenn ihr den noch nicht kennt, beschäftigt euch mal mit Muscatella Salbei. Und ich hole jetzt kochendes Wasser. Bis gleich. Da kommt unser Wasser. Wunderschönes, heißes Wasser. Und bevor es jetzt leer ist, das Wasser, gebe ich gleich was hier in die Duftlampe rein. Dann haben wir ihn, den Tee. Das wird so ein gelblich-grünlicher Tee. Der muss jetzt erstmal gut ziehen, 10 Minuten. Und derweil mache ich mal die Duftlampe an. Da braucht man natürlich so ein kleines Teelicht. So, das kommt hier in die Lampe rein. Und da mache ich hier oben nochmal auf. Und dann haben wir nämlich hier dieses Muscatella-Salbeöl. Das ist nicht billig, aber das hält ziemlich lange. Also so ein Fläschchen, ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat, 13, 14 Euro, aber da habe ich mehr als 2 Jahre was davon, weil ich das natürlich nicht ständig anwende. Ne? Also ich nehme da 3 Tropfen oder 4, so, das waren jetzt 4. Bitte Leute, wenn ihr so ein Duftstöfchen habt, kauft euch keine Parfümöle. Ihr erkennt das daran. Die Parfümöle, da steht irgendwie hochgiftig, hochreizend, sonst was drauf. Da steht nicht drauf, dass es naturreines ätherisches Öl ist. Und das ist dann Billigschrott, das ist pure Chemie und das sollt ihr echt nicht einatmen, weil das ist nur
Es riecht zwar lecker, aber es ist nur Parfüm. Es hat null Wirkung. Ich habe mich eine Weile mit Aromatherapie beschäftigt. Ja, also ich habe ein dickes Buch drüber gelesen, durchgelesen. Und das macht so viel aus, wenn man wirklich naturreine, gute, ätherische Öle nutzt. Und die Wirkung, die ist nicht zu unterschätzen. Also ihr könnt über ein Öl, was in die Raumduft, also in die Raumluft geht, genauso viel Wirkung erzielen wie über einen Kräutertee. Ja, wusstet ihr das eigentlich? Also dieses Einatmen, das macht genauso die Wirkung wie das Trinken, ja? Nur anders halt. Der Körper nimmt es dann hier über das Riechorgan auf, hier natürlich direkt, wenn es geschluckt wird, über den Magen, ist ja klar. Und dann können wir hier den Deckel wieder zumachen und genießen den leckeren Duft und trinken Tee. Ja, und wenn ihr mit Ängsten zu tun habt, dann macht es echt Sinn, sich mal damit zu befassen, welche Kräuter angstlösend sind. Also nicht nur der Muskatellersalbei, sondern auch das Johanniskraut und auch einige andere Kräuter können einem dabei helfen, seine Ängste loszuwerden. Natürlich ist der Wille immer auch ein wichtiges Ding. Also man muss auch sich von seiner Angst lösen wollen, ne? Wenn man selber an der Angst festklammert, warum auch immer, weil die Angst einem irgendwas bringt vielleicht. Sicherheit. Auch Angst kann Sicherheit bringen. Wenn ich mich nämlich immer vor was drücken kann, weil ich sage, ach, ich habe ein Angstproblem, hilft natürlich auch nicht weiter. Also da wirklich dran zu arbeiten, sich vielleicht entsprechende Bücher zu besorgen, das sind schon gute Wege, um Ängste loszuwerden. So, und jetzt wollen wir mal ein bisschen genießen. Ich gieße mir jetzt mal ein bisschen was von dem Tee ein. Heute habe ich mein kaltes Wasser vergessen. Ich nehme es mit Humor, aber ich verbrenne mir jetzt nicht die Lippen. Es gibt heute ein schönes kleines Video, wo es wieder nach draußen geht. Ich habe nämlich von einer ganz lieben Person eine Kamera geschenkt bekommen, die draußen filmen kann. Und zwar so eine Art Wildüberwachungs-Wildschutzkamera. Und mit der habe ich richtig geniale Aufnahmen letztens gemacht. Und dieses Filmchen, das präsentiere ich euch jetzt heute in der Nummer 5. Heute werdet ihr sehen, was für Aufnahmen ich da gemacht habe und warum, vor allem warum. Und es wird spannend. Und vielleicht werden die Videoaufnahmen heute auch beim ein oder anderen Ängste auslösen. Kann passieren. Es wird aber nichts Schlimmes zu sehen geben. Es ist nur für manche vielleicht ungewohnt, die Bilder. So, in dem Sinne, bleibt dran und wir sehen uns gleich wieder. Ihr wisst vielleicht, dass ich Kaninchen halte aus anderen Videos. Ich züchte Kaninchen für den Fleisch-Eigenbedarf. Ich habe meine Kaninchen auch super lieb und die haben auch super schöne Ställe. Einer meiner Ställe ist dieser hier, der war im Sommer ein Hühnerstall. Jetzt sind hier gerade 6 dicke, große Kanickel hier drin. Die haben hier schön Platz. Ich denke mal so 4 bis 6 Quadratmeter dürften das sein. Allerdings habe ich bemerkt, dass immer, wenn ich Futtermöhren reinschmeiße, die am nächsten Tag alle sofort weg sind. So viel fressen meine Kaninchen nicht. Ich habe jetzt rausgefunden, dass hier scheinbar eine Ratte unterwegs ist. In diesem Video geht es darum, wir werden heute hier eine Wildschutzkamera installieren und schauen, ob es hier wirklich Ratten gibt. Ich zeige euch das jetzt mal. Also hier ist der Stall von meinen Kaninchen und hier ist eine Plane installiert, damit der Wind, der hier von Westen kommt, nicht in das Gehege reinfegt. Hinter dieser Plane haben die Ratten sich tatsächlich einen Bunker angelegt. Hier habe ich einen riesen Bunker mit Möhren entdeckt. Da ist er, der Bunker. Ganz viele Möhren, Löcher, alte Brötchen. Ja, und man sieht hier hinter den Brettern sind die Kaninchen. Die Ratte kommt scheinbar hier aus diesem Loch und nimmt die ganzen Möhren von den Kaninchen mit und bringt sie hier hin. Es handelt sich hier jetzt nicht um einen klitzekleinen Verlust oder so, sondern ich habe heute hier etwa einen ganzen Baueimer voller Möhren aus dieser Ecke geholt. Und mich schon die ganze Zeit gefragt, warum meine Kaninchen immer nicht satt werden. Also es sind hier Riesenverluste an Futtermitteln, die ich gerade habe. Und ich muss jetzt mal rausfinden, was hier für ein Tier ankommt. Oder sind es vielleicht sogar viele Tiere? Ich bin so froh, dass ich meinen Sohn habe, der die Kamera installieren kann. Und ich werde jetzt gucken, wie das heute abgeht. Was für Tiere hier in diesen Stall kommen und ihr seid dabei. Also schauen wir mal zu den Kaninchen, schauen wir mal, wie es denen geht. Ich hoffe mal, dass die keine Verletzungen von den Ratten abbekommen. Ich
Ich weiß nämlich nicht, ob Ratten und Kaninchen sich verstehen. Aber auch das werden wir auf der Kamera vielleicht sehen können. Ja, hier ist die Öffnung vom Kaninchenstall. Hier seht ihr gleich einen von meinen Rammlern. Der guckt gerade raus. Hier ist eigentlich immer die Tür offen, damit die Sonne ein bisschen reinscheinen kann. So sieht der Stall von innen aus. Hier sind die ganzen Möhren. Hier sind die ganzen Kaninchen. Die haben hier eine Höhle. Heu. Die haben einen Pellet-Futterautomaten und natürlich Wasser. Die kriegen auch manchmal Frischgras. 6 Stück. Haben hier richtig schön Platz. Und scheinbar kommt die Ratte da hinten aus der Ecke irgendwo. Da oder da wird die Ratte rauskommen. Und wir überlegen jetzt mal, wo wir die Wildschutzkamera installieren, damit wir sehen, was hier abgeht in diesem Stall, wenn ich nicht da bin. Ja, mein Sohn, der programmiert jetzt hier die Wildschutzkamera. Ich bin sehr froh, dass der das gerade macht für mich, weil ich mit Technik mich so gar nicht auskenne. Auf was stellst du die jetzt ein? Dass die jetzt Nachtsicht hat und... Ja, und dass sie mit, die hat auch einen Bewegungsmelder scheinbar und dass sie dann immer angeht, wenn da ein Tier zu sehen ist, dass die Kamera von vorne ist sie jetzt an scheinbar, ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann jetzt, was da zu sehen sein wird. Richtig spannend. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Kamera geschenkt bekommen habe. Jetzt wird es auf jeden Fall spannend. Ja, da sitzen sie jetzt alle ganz verschüchtert. Mein Sohn ist jetzt hier gerade im Stall, der installiert jetzt die Kamera. Die soll jetzt hier angebracht werden an die Palette. Da hocken sie alle. Süße Mümmelmänner. Ja, die Kamera hat ein sehr eingeschränktes Sichtfeld, haben wir gerade gemerkt. Wir werden die jetzt mal hier auf die Möhren zeigen lassen, damit wir sehen, wie das Tier hier ankommt und die Möhren wegschleppt. Wir können natürlich nicht alles zeigen, denn wir können ja die Kamera jetzt nur an einen Punkt befestigen. Natürlich wird es dann auch Kaninchen zu sehen geben, aber mal gucken. So, die wird jetzt programmiert. Wir haben die jetzt hier an diesen Balken befestigt. Wir wollen jetzt, dass die hier auf diese Möhren zeigt. Sehr praktisch, wenn man so einen Technik-Freak an der Hand hat. So, und jetzt gibt es einen Testlauf, ja? Mhm. Also einmal zumachen. Die Möhre haben wir da eingeklemmt, damit die so ein bisschen nach unten guckt. So, wenn jetzt hier die Ratte hinkrabbelt, dass man das sieht, das ist die Frage. So, jetzt kannst du eigentlich schon schauen, ob man das jetzt gesehen hat, meine Hand. So, der erste Versuch ist gestartet. Die Kamera ist jetzt auf den Bewegungsmodus eingestellt. Das heißt, immer wenn hier ein Tier in die Möhren rennt, ob es jetzt ein Kaninchen ist oder eine Ratte. Die Kaninchen haben jetzt aber erstmal Gras bekommen. Genau, also immer dann geht die Kamera an. Ja, und wir werden es mal sehen. Die hat jetzt so 3,5 Stunden Aufnahmezeit. Das ist natürlich nicht sehr viel. Wir werden heute Abend die nochmal angucken, ob da schon was gefilmt wurde und wie und was. Und dann werden wir noch mal anmachen. Es hat ja auch einen Nachtmodus, das Gerät, sodass man auch im Dunkeln was sieht. Ja, die Kaninchen sind jetzt erstmal mit dem frischen Gras gut bedient. Und wir werden es sehen. Die Ratte mag ja kein Gras. Das ist ja das Gute. Ja, das sind jetzt die ersten Aufnahmen mit der Wildschutzkamera. Gleich am ersten Tag. Das war dann noch mit Farbe. Weil tagsüber filmt die Kamera bunt und nachts filmt sie schwarz-weiß. Am Tag haben wir überhaupt keine Ratte sehen können auf den Aufnahmen. Wir haben natürlich die Kaninchen beobachten können, wie sie fressen. Ja, und dann haben wir die Kamera nochmal zurückgesetzt und das sind jetzt die ersten Nachtaufnahmen. Ich finde es mega spannend, diese Sozialverhalten von den Kaninchen sich anzugucken, wie die miteinander umgehen, wie die teilweise rangeln, wie die da zusammen fressen. Da sind jetzt die Möhren. Man kann es leicht und grau erkennen am Boden, dass da die Möhren liegen. Ja, man sieht die Kaninchen fressen. Ich habe dann über 200 Aufnahmen gehabt, jeweils 30 Sekunden lang. Ja, und habe mich sehr gefreut, die alle durchklicken zu können. Das war natürlich super viel Arbeit, bis ich die alle durchgegangen bin. Dieses Kaninchen hat gerade richtig Übermut, wie ihr sehen könnt. Ja, und dann gab es echt schönes Sehen, wie dieses Kaninchen, was sich hier putzt. Mega spannend, das alles durchzuklicken. Da diese... So, und jetzt, gucken wir mal, kommt gleich... Das Biest, die Ratte. Sie kommt ins Bild mit leuchtenden Augen. Das hat natürlich was mit diesem Infrarot zu tun. Und rennt weg, als das Kaninchen kommt. Da unten, seht ihr es? Habt ihr es gesehen? Sie hat sich eine Möhre geschnappt. Boah, wie dreist. Wie dreist ist diese Ratte. Hier sieht man ein Kaninchen, das sich streckt. Und neben dem Kaninchen kommt die Ratte ins Bild. Leute, schaut euch das an. Fettes Vieh. Also ihr habt das Verhältnis. Meine Kaninchen sind ja schon fett.
diese Ratte bombastisch. Habt ihr das gesehen? Das ist der Hammer. Hier von unten ins Bild und mit der Möhre weg. Leute, habt ihr das gesehen? Die hat eine riesen Möhre weggeschleppt. Also mir bleibt die Spucke weg bei diesen Aufnahmen. Hier wieder so ein ganz übermütiger Rammler. Ja, viele Aufnahmen einfach nur so, wo sie durchs Bild hoppeln. Dann ist natürlich jedes Mal die Kamera angesprungen und da unten wieder im Bild. Sie guckt, ob es noch Möhren gibt, aber dabei hat sie ja schon alle weggetragen. Und tja, ich habe natürlich am nächsten Tag wieder die ganzen Möhren gefunden. Da, habt ihr es gesehen? Das Kaninchen hat die Ratte angegriffen. Nochmal in Zeitlupe, zack, ab in die rechte Ecke. Also scheinbar haben die Kaninchen wirklich ihren Stall gegen die Ratte verteidigt. Da kommt sie schon wieder an. Scheinbar haben die Kaninchen wirklich keinen Bock auf die Ratte. Aber sie kommt immer wieder. Ich meine, wahrscheinlich haben die Kaninchen auch irgendwann keine Lust mehr, gegen die Ratte zu kämpfen. Aber wie ihr es gerade gesehen habt, hier in Zeitlupe, das Kaninchen ist auf die Ratte gesprungen und hat die Ratte vertrieben. Aber die ist dreist. Die kommt einfach immer wieder und klaut und klaut und klaut. Also ich könnte euch jetzt hier so hunderte Aufnahmen zeigen, wo die Ratte immer wieder ins Bild kommt. Und irgendwie noch sucht, ob es noch eine Möhre gibt und da noch ein Korn findet. Da wühlt sie nochmal im Einstreu. Da habe ich letztens Mais gefüttert. Ja, hat sie wieder was gefunden. Hat sie wieder ein Erfolgserlebnis. Da ist sie zur Hälfte zu sehen. Kommt sie wieder durchgehobbelt, als ob es ihr Stall wäre. Dreist und fett, dieses Tier. Hier nochmal. Der Popo wird immer dicker von der Ratte. Meine Kaninchen gucken alt aus der Wäsche, weil ihre Möhren weg sind. Ja, endlich habe ich sie festgehalten auf Kamera. Leute, schaut euch das an. Es ist wirklich der blanke Wahnsinn. Ja, dann nochmal hier so ein ganz entspanntes Kaninchen, wie sich's putzt. Also sowas echt sieht man ja ganz selten. So ganz unbeobachtet fühlt es sich. Richtig schöne Aufnahmen, finde ich. Insgesamt von dem ganzen Kaninchen und von allem. Hier eins, was buddelt. Ja, und das war's jetzt eigentlich auch schon. Ich habe euch jetzt eigentlich die besten Szenen zusammengefasst. Ich hoffe, ihr hattet da ein bisschen Spaß bei jetzt. Und manche haben sich vielleicht auch ein bisschen gegruselt. Ja, ich habe mich da auch ganz schön gegruselt. Ich werde die Kamera auf jeden Fall öfter benutzen. Finde es richtig, richtig cool, Leute. Zurück in der warmen Stube, liebe Leute. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ja, der eine oder andere hat vielleicht Angst vor Ratten. Deswegen habe ich das vorhin gesagt. Aber vor Ratten braucht man keine Angst haben. Die sind total scheu. Das heißt, die rennen eigentlich sowieso weg, wenn man sie sieht. Was ich jetzt gegen die Rattenplage unternehmen werde, ist eine andere Sache. Ich werde wahrscheinlich schon Fallen aufstellen, weil der Verlust an Futtermitteln ist im Moment echt riesig. Und ich muss irgendwas tun, weil ich kann mir das nicht leisten, noch eine Riesenschar Ratten durchzufüttern. Beziehungsweise bei einer bleibt es ja nicht und bei zweien auch nicht, sondern die kriegen ja auch immer Junge und es wird immer mehr. Und deswegen werde ich natürlich was dagegen tun. Es handelt sich aber wahrscheinlich um Wanderratten und die wird man auch nur einmal los und dann kommen vielleicht auch wieder welche. Das heißt, ich werde immer wieder mit dem Problem zu tun haben, dass ich Ratten in meinen Ställen habe. Aber ich dachte, die Aufnahmen, die gefallen euch vielleicht oder sind auf jeden Fall interessant für euch, weil ich fand es auch mega interessant, was da so rumkreucht und fleucht bei Nacht. Man ist ja da in der Kälte nicht draußen nachts und kann das nicht sehen. Aber ich finde das super, super spannend, wie die Tiere sich so verhalten, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Und ich werde die Kamera auch auf jeden Fall demnächst noch für andere Aufnahmen nutzen, weil ich es einfach super, super, super spannend finde. Zurück zum Tee in der Nummer 5, der Muscatella Salbei-Tee. Der ist ähnlich wie ein Salbei-Tee, also schmeckt ähnlich, aber noch herber. Ich finde, der ist echt ziemlich bitterherb. Wenn ihr das nicht abkönnt, dann wieder gerne den Honig rein. Ich werde demnächst mal Honig hier aus dem Dorf kaufen. Das soll auch gut für Allergiker sein. Honig nicht im Supermarkt kaufen, auch nicht irgendwo in einem Laden, sondern gerade Allergiker, die im Frühling mit Pollenallergie zu tun haben, die sollten sich gezielt Honig aus ihrem Ort kaufen, also genau da, wo sie wohnen. Wenn nämlich die Bienen den Honig da sammeln, wo die Pollen entstehen, auf die ihr allergisch seid, dann hilft es gegen die Allergie, wenn ihr im Winter jeden Tag einen Löffel Honig esst und der Honig aus eurer Region ist. Dann kann euer Körper im nächsten Frühling mit den Pollen viel besser umgehen. Das müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr Allergiker seid. Esst mal wirklich Honig von Bienen, die bei euch wohnen, die Blüten anfliegen, wo ihr drauf reagiert. Das ist eine wirklich interessante Sache. So, aber ich trinke jetzt meinen Tee heute ohne. Ich möchte nämlich gerade mal nicht so viele Kalorien aufnehmen. Honig hat ja auch wieder Zucker drin, auch wenn es ein gesünderer Zucker ist. Heute wird es einfach mal nur den Muscatella Salbei-Tee bei mir geben. Heute mal ganz
ganz schlicht einfach. Und jetzt verabschiede ich mich von euch und dann sehen wir uns morgen. Vergesst mal nicht, die Schuhe rauszustellen. Morgen kommt der Nikolaus. Ich hoffe, ihr habt alle eure Schuhe schon geputzt. Ich habe es ja eigentlich nicht so mit den christlichen Bräuchen, aber die Geschichte mit dem Nikolaus und das Beschenken von Kindern oder das Beschenken von armen Leuten, das finde ich einfach total schön und süß. Da kann ich nicht Nein sagen, ganz ehrlich. So wenig ich es mit dem Christkind oder mit dem Weihnachtsmann habe, aber der Nikolaus, der gefällt mir einfach, weil es ist eine freundliche Figur, ja. Und den Kindern was zu schenken, als kleine Geste, so hey, es ist jetzt dunkle Jahreszeit und den Kindern eine Freude zu machen, das spricht für mich absolut nichts dagegen. Das finde ich einfach eine schöne Sache und das kann jeder und das kann man überall machen. Das muss nicht Nikolaus sein, aber gut, nun gibt es nun mal die Tradition. Und ja, natürlich kriegen auch meine Kinder morgen was in ihre Schuhe rein. Und na, mal schauen, was ich mir morgen einfallen lasse. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall wollte ich euch noch dran erinnern, Schuhe putzen, Schuhe rausstellen. In dem Sinne, habt einen schönen Abend, trinkt schön einen Tee, lasst es euch gut gehen und befreit euch von den Ängsten, entspannt ein bisschen mit diesem schönen Tee. Wir sehen uns, bis dann, ciao!